Glücksspiel ist für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Lebens und gerade in den letzten Jahren besonders bei der Jugend sehr, sehr berühmt geworden. Nachdem ich eine Doku von einer Person gesehen habe, die behauptet hat, dass sie hauptberuflich Poker spielt, kam in mir eine Frage auf. Wie schwer ist es, professionell Poker zu spielen? Sorry, dass in den letzten zwei Monaten so wenig kam. Ich habe einfach viel zu viel gekifft. Und ja, das stimmt 100%, denn ich habe eine Doku mit einem Selbstversuch zum Thema Cannabis gedreht. Die Doku kommt nächste Woche Sonntag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Ich empfehle niemandem, egal welche Art von Glücksspiel, lasst da komplett die Finger davon. Wenn ihr die Finger nicht davon gelassen habt und schon am Spielen seid, findet ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung einen Hilfe-Link. Da könnt ihr euch Hilfe holen und kommt hoffentlich sehr schnell von der Spielsucht weg, denn das ist die größte Scheiße. Aber genau dafür bin ich ja da, damit ihr das nicht selber ausprobieren müsst und ich so hoffentlich alle offenen Fragen klären kann. Und natürlich, damit ich in 7 Tagen fettreich werde und einen dicken Jackpot gewinne. Dass die Bank bei Automaten immer gewinnt, weil man absolut keinen Einfluss auf das Spielgeschehen hat, sollte jedem klar sein. Es gibt aber natürlich auch andere Arten von Glücksspiel, wie Sportwetten oder Poker, bei denen man durch seine eigenen Entscheidungen Einfluss auf das Ergebnis nimmt und dadurch gibt es auch Leute, die das hauptberuflich machen können. Also es gibt Leute, die hauptberuflich Poker spielen. Bevor ich jetzt anfange, in den nächsten 7 Tagen jeden Tag 8 Stunden Poker zu spielen, wie bei einem normalen Hauptberuf, erkläre ich euch erstmal das Grundkonzept von Poker. Im extrem vereinfachten Grundkonzept erhält jeder Spieler verdeckt 2 Karten. Ziel ist es, im Laufe der Runde mit später offen gezeigten Karten eine möglichst wertige Kartenkombination zu erreichen. Zwischen dem Austeilen der ersten Karten und dem stückweise Zeigen der offenen Karten hat jeder Spieler die Möglichkeit, Chips, welche die Währung im Spiel sind, auf seine Hand zu setzen oder die Runde zu verlassen. Am Ende gewinnt die Hand mit dem höchsten Wert. Diese Erklärung ist extremst vereinfacht und es gibt sehr viele verschiedene Arten von Poker. Eine Erklärung für die am weitesten verbreitete Art namens Texas Hold'em findet ihr in der Videobeschreibung. In den ersten 4 Tagen werde ich komplett ohne Geld spielen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und in meinem Leben noch nie wirklich Poker gespielt habe. In den 3 danach folgenden Tagen werde ich online um Geld spielen und am allerletzten Tag gehe ich ins Casino und spiele bei einem Turnier mit. Oh shit. Jetzt heißt es erstmal spielen, 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 damit ich möglichst viel Erfahrung sammeln kann, ohne dabei eine Menge Geld zu verlieren. Oh shit, was mache ich hier? Tag 1. Ich habe extremst wenig Gefühl dafür, bei welchen Karten ich mitgehen soll und bei welchen nicht. Irgendwie denke ich, dass meine Gegner wissen, was ich für Karten auf meiner Hand habe, während ich überhaupt keine Ahnung habe, was sie auf ihrer Hand haben können. Aus diesem Grund habe ich mir quasi direkt Hilfe von einem Kumpel geholt, welcher schon mehrere Jahre Erfahrung im Poker hat. Der spielt parallel auch Turniere und streamt mir seinen Bildschirm über Discord, sodass ich mir sein Decision-Making und vor allem seinen Spielstil abschauen kann. Außerdem dauern die Runden deutlich länger, als ich gedacht habe und ich sitze manchmal über 1 Stunde in einem Turnier. Ich verliere die Zeit völlig aus den Augen, plötzlich ist es schon 1 Uhr nachts und ich finde mich am Final Table eines Turniers mit ca. 50 Mitspielern. Eine weitere Stunde später beende ich meinen ersten Pokertag mit einem Turniersieg. Fuck. Yes. Tag Nummer 2. Durch meinen gestrigen Sieg bin ich schon geistkrank gehypt und freue mich schon den ganzen Tag aufs Spielen. Let's go. Mein Kontostand ist von anfänglichen 5 Millionen auf 6 Millionen gestiegen und ich plane natürlich, den heute weiter auszubauen. Damit ich doppelt oder dreifach so viel Erfahrung sammeln kann, melde ich mich bei mehreren Turnieren gleichzeitig an. Sieht schon mal professionell aus. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Oh, wieso faul ich schon wieder? Oh mein Gott, Digga. Ja, ich bin wirklich so lost. Lief es dann eigentlich relativ schnell sehr, sehr gut. Yes, let's go. Yes. Boah, es geht hier richtig bergauf, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Yes! Außerdem hatte ich schon echt das Gefühl, so ein bisschen Pokerlingo übernommen zu haben. Soll ich den einfach limpen? Uff, die Limits haben sich erhöht. Ist leider ein Fold, wenn ich Tight spiele. Tight is right. Also, weil hier oben bin ich 2 vor der Bubble halt, ne? King 9 suited. Und außerdem habe ich mich in meinem bis dato größten Turnier aus einer absolut aussichtslosen Situation herausgekämpft. Ich bin wieder back im Game. Bro, ich habe in diesem Turnier alleine mehr gewonnen, als ich komplett auf meinem Pokerstars-Konto habe. King 9 suited. Yes. Yes. Oh mein Gott! Platz 17! Ich bin noch in der neuen Stufe. Ja, 9,3 Millionen. Yes! Und Monta als Profilbild. Besser kann's nicht laufen. Verpiss dich, du Hurensohn! Tag 3 und 4 sind mittlerweile auch schon rum. Ihr habt davon relativ wenig mitbekommen im Vergleich zu Tag 1 und 2, denn es lief nicht ganz so gut wie in den ersten beiden Tagen. Ich kann nichts machen. So schlecht lief's gar nicht. Also ich habe zwar kein Turnier gewonnen wie am ersten Tag oder nicht so fett abgecashed wie am zweiten, aber ich bin zumindest auf einem Level geblieben und habe nach wie vor über 9 Millionen Chips, was das Doppelte ist von dem, womit ich angefangen habe. Heute startet zwar wie geplant meine Pokerkarriere mit echtem Geld, zumindest erstmal online. Es gibt aber sehr schlechte Nachrichten. Ich habe jedes Spiel mit NRW abtelefoniert, um herauszufinden, in welcher noch Turniere gespielt werden. Aufgrund von Corona in keiner. Perfekt. Da aber in NRW wieder Treffen von bis zu 10 Leuten erlaubt sind und ein Pokertisch aus 9 Spielern und einem Croupier besteht, werde ich in den nächsten 2 Tagen parallel zum Poker online spielen, probieren, einen Croupier und 8 weitere Mitspieler zu finden, die bereit sind, mit mir zu zocken.
Ich werde definitiv an der Idee festhalten, am letzten Tag des Projektes ein Real-Life-Game zu spielen, weil das natürlich das Finale, das große Finale des Experimentes ist. Das soll aber natürlich nicht eure Sorge sein, deswegen starten wir jetzt mit Tag 5 Echtgeld-Online-Poker. So, Tag Nummer 5, ich habe 100 Euro überwiesen, das sind 109 Dollar, let's go. Ich habe mir extra das T-Shirt angezogen, mit dem ich am zweiten Tag so fett gewonnen habe, damit es heute wieder funktioniert. Ich melde mich ganz kurz aus der Zukunft, das Video war wieder eine Menge Arbeit, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Like da, vielen, vielen Dank. Das Pokerspielen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich überlegt habe, ein Pokerturnier mit YouTubern zu machen, wo Geld für Charity gesammelt wird. Früher gab es schon mal sowas, das hieß Let's Play Poker, irgendwas in die Richtung, wenn du also YouTuber bist, Lust hast Poker zu spielen, dann melde dich bei mir bei Instagram und vielleicht kriegen wir irgendwas zusammen hin. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Idee, wenn wir aber ein paar Leute zusammen bekommen, dann könnte das, glaube ich, ziemlich nice werden. Glücklicherweise musste ich das Ganze nicht alleine durchstehen, sondern hatte die ganze Zeit Monte an meiner Seite und der war schon ziemlich hyped. Boah, guck mal hier unten, Jax. Och, Digga. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Man muss nicht alles verstehen im Leben. Ich habe euch genau diese Hand gezeigt, weil die ziemlich passend für den kompletten Tag 5 steht, denn es hat rein gar nichts funktioniert. Ich habe wirklich gottlos schlecht gespielt, was dazu geführt hat, dass ich Tag 5 mit einem Minus von 15 Dollar beendet habe. Leben! Genau. Ach ja, ich werde euch hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Hände zeigen, denn das juckt wirklich niemanden. Falls es euch doch jucken sollte, habe ich meine kompletten Screen Records auf nicht gelistet hochgeladen, damit ihr euch das anschauen könnt. So, Tag 6. Ich hoffe, dass es heute ein wenig besser funktioniert als gestern an Tag 5, weil sonst habe ich gleich kein Geld mehr auf meinem Poker-Stars-Konto. Und Junge, das hat es. Neben mehreren guten Platzierungen in 2,50 $ Turnieren mit 180 Teilnehmern, welche ich meistens gespielt habe, habe ich auch eine Top 30 Platzierung in einem 11 $ Turnier geholt, was über 30 Dollar gebracht hat. Dadurch beende ich Tag 6 mit einem Plus von 2 Euro zum Startbetrag. Und das ist an dieser Situation mega verrückt. Man gewinnt an einem Abend mega viel, badet damit aber natürlich zuerst die negativen Ergebnisse vom Vorabend aus. So hat man das Gefühl, an dem Abend mega viel gewonnen zu haben, obwohl es quasi nur der Umsatz war und der Gewinn ist marginal. Hoho, marginal. Der Gewinn ist relativ gering. Am 7. und damit letzten Tag kam es dann, wie es kommen musste. Ich habe wie immer viele Tische gleichzeitig gespielt. Bei den meisten habe ich meinen Einsatz wiederbekommen, aber nichts wirklich gewonnen. Bis ich mich dann plötzlich am Final Table eines 2,50 $ Turniers wiederfinde. Nach und nach fliegen immer weiter Leute raus, bis ich mit einer sehr guten Hand nahezu alle meine Chips verliere und ich das Turnier auf dem dritten Platz beende und so ein wenig mehr als 30 Dollar verdiene. Ach ja, und außerdem haben sich noch Monte und Knossi getroffen. Oh, weil wir beliebt haben, weil wir beliebt haben. Bis zum Ende habe ich beküsslich. Der war eklig, Digga. Bevor wir uns jetzt angucken, was im großen Finale dem Real-Life-Turnier passiert ist, einmal kurz ein Fazit zum Online-Poker. Ich habe insgesamt 56 Turniere gespielt und insgesamt 272 Dollar umgesetzt. Sieht man die Buy-ins der Turniere ab, bleiben 132 Euro. Ich hatte ja 100 Euro eingezahlt, das bedeutet, wir haben 32 Euro reingewinnen. Und das ist wirklich verrückt, weil wir haben 272 Dollar umgesetzt. Das bedeutet, ich habe insgesamt 272 Dollar gewonnen. Davon bleibt aber quasi nichts übrig, weil wir uns ja reinkaufen müssen und so weiter. Also das Gefühl ist ein ganz anderes als das, was im Endeffekt wirklich dabei rumkommt und das ist mega gefährlich. Durchschnittlich habe ich die Turniere auf Platz 30 beendet. Das hört sich erstmal nicht so mega krass an, sind aber die Top 17% und ich glaube, für die erste Woche Poker kann man das schon als Riesenerfolg werden. Mein größter Gewinn waren 65 Dollar in einem 11-Euro-Turnier und mein größter Verlust waren 7,50 €, weil ich in einem 7,50-Euro-Turnier nichts gewonnen habe. Und jetzt schauen wir uns an, was am großen Final Real-Life-Poker Abend passiert ist. Für den letzten Abend habe ich es dann tatsächlich geschafft, einen Pokertisch und 8 Leute zu organisieren. Eine dieser 8 Personen war mein Trainer, der mich durch die Online-Zeit begleitet hat. Nachdem wir innerhalb von 5 Stunden Person für Person vom Tisch gehauen haben, saßen wir nur noch zu zweit. Mittlerweile war es schon weit nach 0 Uhr, wir hatten ziemlich genau gleich viele Chips und er hat mich komplett zerstört. Ich habe mit Ass-King All-In gecallt, er hatte 2 Asse und damit war die Runde beendet. Ich also auf dem 2. Platz, mein Trainer auf dem 1. Das zeigt deutlich, dass Erfahrung, Training und Disziplin komplett überlegen sind. Okay, 7 bzw. 8 Tage Pokern sind vorbei. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal bei irgendwas, was ich neu gemacht habe, so viel Spaß hatte. Es liegt natürlich auch daran, dass ich ein positives Ergebnis habe und mit Plus rausgehe und schöne Turniere gehabt habe. Wäre das jetzt nicht so gewesen, hätte ich wahrscheinlich eine relativ negative Einstellung. Und ich glaube, genau hier liegt die Gefahr. Wenn es positiv läuft, denkt man, man ist überlegen und man kann das die ganze Zeit reproduzieren und dann einfach die ganze Zeit Gewinn damit machen. Wenn es aber schlecht läuft, hat man wahrscheinlich das Gefühl, dass man es nur durch weitere Turniere ausgleichen kann, damit man eben einen großen Pot gewinnt und irgendwie mit Plus rausgeht. In beide Richtungen irgendwie so in eine Sucht gezogen wird und ich habe das echt nach einer Woche schon bei mir gemerkt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, dass ich am liebsten die ganze Zeit weiter spielen wollen würde. Poker ist und bleibt eben eine Art von Glücksspiel, auch wenn man es gar nicht mit Roulette oder Automatenspielen oder so vergleichen kann. Der Sieg meines Trainers über mich am letzten Abend hat mir auch deutlich gezeigt, dass man nicht einfach leichtfertig denken darf, man sei ein mega guter Spieler. Es gibt wahrscheinlich immer jemanden, der besser oder vielleicht auch einfach in irgendeiner Situation mehr Glück hat als man selber. Und ja, trotz alledem gibt es Leute, die das hauptberuflich und professionell machen, aber auf diesem Weg dahin bleiben unzählige Menschen auf der Strecke und man sieht halt eben nur
die, die es wirklich im Endeffekt schaffen und professionell spielen. Einem Fedor Holz, der mit Mitte 20 irgendwie 40 Millionen Euro mit Poker verdient hat, bei einem Turnier zuzuschauen, macht eine Menge Spaß und das verstehe ich erst seit dieser Woche. Also mittlerweile kann ich die Begeisterung für Poker voll und ganz nachvollziehen, das macht es aber nicht weniger gefährlich. Bei diesen Leuten, die komplett an der Spitze stehen, kann man eben auch nicht runtersprechen, dass sie nur durch absolute Disziplin, Training und Erfahrung genau da sind, wo sie sind. Natürlich haben dann einzelne Hände, die die spielen, nochmal mit Glück zu tun, aber man gewinnt nicht 3 Jahre lang jedes Turnier mit Glück. Ich muss aber auch nochmal ausdrücklich sagen, in 7 Tagen professionell Poker zu spielen, das wird nicht funktionieren. Das ist ein langjähriger Prozess, man muss unendlich viele Hände spielen. Es gibt sowas, das heißt Variance. Das bedeutet, dass man einfach manche Hände spielen muss und die nicht immer treffen. Und über die Zeit gleicht sich das halt einfach aus. Auf jeden Fall hat mir der Real-Life-Poker-Abend gezeigt, dass ich definitiv ein Folgevideo machen will, in dem ich in einem richtigen Casino ein richtiges Turnier spiele. Echte Menschen vor sich sitzen zu haben und die Möglichkeit zu haben, die lesen zu können, bringt einfach nochmal so viel mehr in dieses Spiel rein, als das nur online zu machen. Das ist einfach wie eine Dimension mehr. Wenn ihr schon länger mit echtem Geld spielt und ihr langfristig verliert oder euch vor Gaukel zu gewinnen, dann holt euch Hilfe. Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr mir nächste Woche beim Kiffen zuschauen könnt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Tschüss.